The Rock has come back to Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Auf iTunes können Sie meine Platte kaufen. Die NWA besetzt den Ring. Das sieht aus wie letzte Nacht. Wir, die NWO, sind hier, um diese wundervolle Menschenmenge zu sehen. Lass sie mir vorstellen. Zuerst der härteste Mann im Business, Batista. Auch toll bei James Bond. Und mich, Triple H. Ihr kennt mich, natürlich. Und sie nicht hier. Aber wir haben Victoria. Und dann den verdammt besten Wrestler in der Industrie. King, warte mal einen Moment. Das ist richtig. Das ist der Präsident der WWE. Er sieht nicht glücklich aus, oder? Rock, was du gestartet hast, ist interessant. Jeder spricht über deine Fraktion. Ihr seid wirklich beeindruckend. Aber wer hat euch die Erlaubnis gegeben, hier selbst eine Fraction zu gründen? Die WWE gehört mir. Ich habe die Macht, die alles kontrolliert. Und da muss ich euch etwas zeigen. Meine Macht. Mr. McMahon sieht ein wenig irritiert aus mit der neuen Faction. Ich kann nicht glauben, was da als nächstes passiert. Ich denke, er hat schon was geplant. Na, und? Soll der alte Mann noch was planen? Ist mir das egal? Ja. Ist es. So. Interessiert keinen. Interessiert keinen. Machen wir eben. Komm. Zack. Was kostet die Welt? Ist klar. Läuft. Abi, komm, jetzt ist mal Schluss mit. Hier mal üben. Jetzt machen wir dich mal fertig, wie es sich gehört. Toll. Yeah, du bist toll. Rob. Woran glaubst du denn? Hast du auf dem Hulk Hogan Comic geschlafen oder was? Jetzt mal Ruhe hier. Zack. So. Wer ist hier der Schlauste in der Industrie? Puh. Ärgerlich. Mit der Ref einfach down. Na komm, zeig mal. Autsch! Disqualifizieren! Geht ja gar nicht! Skandal! So, tschüss! So, zählt euch! Cena oder was? Glaub, es hängt. So, komm. So, jetzt mal Schluss mit Lust. Ich weiß,
Du willst auch mal hier deinen Spotlight sehen. Aber es gibt Leute, die es verdienen und es gibt dich. Hey, da ist ein Stuhl dazwischen. Gut. So, auf den Stuhl, das sollte reichen. Was? Jetzt ist aber gut. Rob, ich glaube, es ist gut. Ich muss dir jetzt gerne mal zeigen, wie es im Business läuft. Und so läuft's nicht. Sharpshooter, Feierabend. Schluss mit lustig. Du kommst nicht zum Seil. Wovon träumst du nachts? So nicht. So. So. Yeah, ist gut. Das haben wir schon. Der Schend nervt. Der kleine Rob wird frech. Der so ungefähr sicher im Seil war, ich weiß ja nicht. So. Feierabend. Schluss mit lustig. Ihr könnt da jubeln, wie ihr lustig seid. Das ist mir scheißegal. Ich bin gleich fertig mit dir. Na komm. So. Richtig an der Ecke. Vollkommen falsch. So, Feierabend. So. Jetzt machen wir nochmal ganz sicher, damit er nicht irgendwie aus irgendeinem Pin kommt. Du klopfst jetzt erstmal ab. So. Beste Entscheidung ever. So. Wieder gewonnen. Ah. Ist das die McManus-Gruppe? Was passiert hier? Gleich nach dem Match. Wo sind die? Wer ist dahinter? 3 gegen 1. Was für eine billige Taktik. Hey, guck, wer es ist. Oh, groß. Artig. Das war nur ein Beispiel meiner Macht, Rox. Ich besitze die WWE. Ich bin der großartige Vincent Kennedy McMahon. Und ich habe all die Macht in der Industrie. Und genauso wie meine Fraktion, die Corporation.
Was du da zusammenbaust, ist nichts anderes als ein Witz im Vergleich zu uns. Eine neue Fraktion ist geboren und Mr. McMahon steckt hinter ihm. Das wird eine ganz starke Rivalität, die wir noch nie vorher gesehen haben. Bla, 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 bla. Der hat den S-Clown. Der kann nix. Ah. Zeigen wir es ihm auch, dass es nichts kann. Komm, überrasch mich. Rock kommt mit seinem Privatbus an. Der NWO Express ist hier. Die müssen ein Vermögen für diesen Bus bezahlt haben. Wie will Mr. McMahon mit sowas denn mithalten? Ich kann nicht glauben, dass Mr. McMahon hinter diesen Typen steht. Ich bin aber nicht wirklich verwirrt damit. Wir sind immer noch das meist dominierende Team in der WWE. Tja, dann machen wir weiter. Die Glatze und der Frisurlose. Na super. Was ist das? Trish greift brutal an. Trish muss die Corporation betreten haben. Beigetreten sein. Die Rivalität der beiden Fraktionen wird ein alarmierenden Maß, geht auf einem alarmierenden Maß. Und? Ich hätte ja eingreifen können, aber leider darf ich ja nicht. So, und jetzt Fresse halten und ein Tag Team Match gucken und dann machen wir hier mal alles wieder fertig. Was glaubt der Kleine denn? In seinem komischen, der 120 Jahre alte Mr. McMahon. So. Ihr werdet verlieren, weil ihr verlieren müsst. Austin, du hattest noch nie eine Chance gegen den most electrifying man in Sports Entertainment. Tolle Nummer. Zack. So, und schön immer schön hinhalten. Zack. Mal gucken, vielleicht lasse ich das gerne mal zum Wechseln kommen. Na komm, du hast doch eine alte Beinverletzung. Die können wir doch gerne mal wieder ein bisschen erwecken. Dann machen wir nicht mal ganz schnell dieses Tag Team Match fertig. Schließlich wollen wir zur Road to WrestleMania. Wir wollen uns nicht mit so einem alten Opa beschäftigen. Trips, du könntest auch noch was sagen. Du könntest mal mit deinem Schwiegervater reden, aber nö. Trips ist ja Trips. Ja, komm, guck mal. Doof. Ja, reicht schon. So, und weiter geht's. Der einzige Mann, dem man, wenn man auf die Beine geht, im Kopf blutet. Das von Ric Flair gut gelernt. Ah, guck mal hier. Yeah. Schön auf die Beine. Ja, ja, ist schon klar. Du wechselst nicht. Ja. Du bist schon ein bisschen Scherzkeks, ne?
Na komm. Und wieder auf die Beine. Du gibst schon auf, mein Freund. Ja, sieht doch schon schöner aus. Das finde ich nicht gut. So, verpass ihm die Batzebomb. Schön. Jericho. Zack. So, und weiter geht's mit dir. Ich mache euch mal deinen Gang platt. Na, komm, mein Freund. Mit dir habe ich eh noch mal eine Runde zu erklären. Pass ihm nochmal ein. Schön. Komm, nochmal eine schöne Batzebombe. So, Jericho. Zwei Batista-Bombs. Das sollte doch reichen. Guck mal, noch ein Geschenk von mir. Fallen. La, 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 la. So, weiter geht's mit dir. Ist doch schon knallrot. Und weiter. Ach, der Jericho. Immer ein Kandidat von maßloser Selbstüberschätzung. Na, das sieht doch schon gar nicht mehr so schlecht aus, mein Freund. Jetzt stehen wir auf. Kuckuck! Feierabend. Wir essen zeitig. Klopf ab, Champion. Nein, die verdienen keinen Respekt. Dieses Volk muss untergehen. Weg. Die NWO is for life. So, jetzt haben wir mal ein Zeichen gesetzt. Mr. VKM. How sweet is the victory? Tess, dich gibt's noch. Hey Rock, nächsten Monat gibt's ein Event in Manchester. Interesse dabei zu sein? Natürlich. Wird ein erfolgreicher Event. Natürlich, ich bin ja auch dabei.
Montreal Canadia. Da ist ja was passiert. Wir sehen uns.